Seit nunmehr 10 Jahren gibt es das Rolls-Royce-Museum in Dornbirn. Grund genug, dieses Jubiläum am kommenden Sonntag zu feiern. Ja, wir haben ja in Dornbirn das größte Rolls-Royce-Museum der Welt, schon eben seit 10 Jahren. Und am Sonntag wollen wir alle Leute einladen, die schon mal da gewesen sind, natürlich auch die noch nicht da gewesen sind, das Ganze mal kennenzulernen. Wir haben eine Ausstellung, die vorwiegend Rolls-Royce Phantom umfasst. Die wurden zwischen 1925 und 1938 gebaut. Wir haben auch im zweiten Stock einen English Tea Room mit englischen Möbeln und Porzellan aus den 20er und 30er Jahren. Und da gibt es dann auch einen Brunch, einen Jubiläumsbrunch, zu dem man sich auch anmelden kann, wenn man also da mal richtig stilgerecht brunchen möchte. Auch das ist am Sonntag möglich. Jubiläen bieten auch immer die Gelegenheit, zurückzublicken und die letzten Jahre Revue passieren zu lassen. Nicht ohne Stolz hat man so manche Skeptiker von damals eines Besseren belehrt. Viele Leute, die am Anfang das Projekt oder das Konzept gesehen haben, die waren sehr skeptisch. Die haben gesagt, ja, maximal 6 Monate, dann war es das. Also das ist schon für uns eine große Leistung. Also da sind wir schon sehr stolz drauf. Also das würde ich einmal als den Hauptmeilenstein sehen, dass wir jetzt wirklich auch schon 10 Jahre hier in Dornbirn sind. Wir haben im Museum natürlich immer versucht, das Ganze noch ein bisschen zu verfeinern, noch eleganter zu machen. Als wir hier hergekommen sind, muss man sich vorstellen, war das Gebäude 150 Jahre lang unberührt gewesen. Man hat das dann im Zuge der Museumseröffnung saniert, renoviert und komplett von unten bis oben sozusagen erneuert. Und damit auch den Rahmen geschaffen für die Ausstellung. Und genau das Gleiche ist auch mit der Ausstellung selber passiert. Man hat die am Anfang mal begonnen und dann im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre sind natürlich die Fahrzeuge dann teilweise aufgearbeitet worden, teilweise eben restauriert worden. Auch natürlich im zweiten Stock, im Tea-Room sind sehr, sehr viele Details dazugekommen. Wir haben ja über 1000 Exponate, man könnte sich ja mehrere Tage bei uns aufhalten. Stolz ist man auch auf die vielen Besucher aus der ganzen Welt, die schon im Museum waren und sich die Highlights des weltweit größten Rolls-Royce-Museums angesehen haben. Wir hatten auch schon viele berühmte Besucher aus der ganzen Welt, natürlich auch schon, also aus Neuseeland, aus Australien, Südafrika, Amerika und wo auch immer her. Viele Geschichten natürlich. Der Koch der englischen Königin zum Beispiel, der einmal hier war mit seinem Auto und meinem Vater dann Hilfe gebeten hat, weil er ein Problem gehabt hat mit seinem Phantom 1. Mein Vater ist nämlich als Phantom 1 Experte bekannt auf der ganzen Welt. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch, was die Exponate angeht, sage ich einmal hier sehr, sehr viele schöne Fahrzeuge ausgestellt. Also auch da haben wir ein oder mehrmals die Möglichkeit, eben auch wieder Highlights zu präsentieren, die dann einfach auch wieder sehr interessant waren für die Leute, weil die Vorgeschichte dementsprechend war. Also zum Beispiel gerade das Auto von John Lennon oder das Fahrzeug von der Queen und von anderen gekrönten Häuptern.